Wenn man die Begriffe sauberes, klimafreundliches und emissionsfreies Autofahren hört, denken viele Leute erst einmal an Elektroautos. Mit zunehmendem Interesse an der Bekämpfung des Klimawandels und durch die politische Debatte ist die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland so hoch wie nie zuvor. Die Elektromobilität gilt hierbei als der Wachstumsmarkt schlechthin und ist für viele das Zukunftsthema Nummer 1. Dabei gibt es doch noch eine andere vielversprechende Antriebsform. Wasserstoff. Diese Technologie wurde noch bis vor wenigen Jahren als die Zukunftslösung für die Energiewende gesehen. Trotzdem fuhren Ende 2019 gerade einmal 500 Wasserstoffautos in ganz Deutschland auf der Straße. Wasserstofftechnologie wurde völlig vernachlässigt. Aber warum eigentlich? Wasserstoffautos sind leise, stoßen vor Ort keine Abgase aus, schaffen Reichweiten bis zu 700 Kilometer und sind nach ein paar Minuten wieder vollgetankt. Wo liegt das Problem? Warum fahren wir noch nicht mit Wasserstoffautos? Tatsächlich gibt es Fahrzeuge mit Wasserstofftechnologie schon eine ganze Weile. Bereits seit dem späten 19. Jahrhundert tüftelten die verschiedensten Parteien an der perfekten Antriebsform von morgen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Keines der Modelle ging jemals in Serienproduktion. Trotzdem sahen Wissenschaftler schon damals das immense Potenzial dieser Technologie, obwohl sich das Wasserstoffauto seinerzeit nicht gegen den effizienteren und günstigen Verbrennungsmotor durchsetzen konnte. Erst in den 1990ern, fast 100 Jahre nach Entwicklung des ersten Wasserstoffautos, kamen die Automobilhersteller wieder auf die längst vergessene Technik zurück. Mit dem Neckar 1 präsentierte Mercedes-Benz 1994 das erste Wasserstoffauto der postmodernen Zeit. Hiermit wollte der Konzern ein neues, grünes Zeitalter in der Automobilentwicklung einschlagen. Denn im Gegensatz zum Verbrennungsmotor produziert ein Wasserstoffauto seine Energie nicht durch die Verbrennung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches, sondern durch die Reaktion von gasförmigem Wasserstoff mit Sauerstoff in einer Brennstoffzelle. Das kennen manche vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. Die durch die Reaktion entstandene elektrische Energie treibt dann den Elektromotor im Fahrzeug an. Und am Ende entstehen keine Abgase, sondern reiner Wasserdampf. Und auch wenn bis zur Marktreife noch etliche Jahre vergehen sollten, waren sich die Autobauer einig. Die Zukunft gehört dem Wasserstoffauto. Man ging davon aus, schon in wenigen Jahrzehnten das Verbrennungsauto abgelöst zu haben. Tja, falsch gerechnet. Wasserstoff blieb weiterhin teuer und seine Herstellung nach wie vor energieaufwendig und ineffizient. Zu hohe Preise, allgemeine Sicherheitsbedenken und die fehlende Infrastruktur schreckten viele potenzielle Käufer vom Kauf eines solchen Autos ab. Denn wer kauft schon ein Auto ohne die Möglichkeit zu tanken? An dieser Stelle hätte die Politik reagieren und durch konsequente Förderprogramme Anreize für die Wirtschaft und den Konsumenten schaffen müssen. Tat sie aber nicht. Und so blieb die Brennstoffzelltechnologie auch noch für die nächsten Jahrzehnte in der hintersten verstaubten Ecke der alten Garage stehen. Ein Vierteljahrhundert später ist die Debatte um die Brennstoffzelle wieder in vollem Gange. Insbesondere ein Land investiert ja schon seit Jahren massiv. Japan. Das Land will die Wasserstoffmacht Nummer 1 werden und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 800.000 Wasserstoffautos auf die Straße zu bringen. Hierfür greift die Regierung in Tokio tief in die Staatskasse. Subventionen für den Bau neuer Tankstellen, die Förderung grüner Wasserstoffproduktion und 28.000 Euro Käuferprämie sind nur drei von ein Dutzend Maßnahmen, wie das Land die Ziele des Pariser Klimaabkommens umsetzen und gleichzeitig Wasserstoff als Treibstoff der Zukunft in allen Transportbereichen massentauglich machen möchte. Wasserstoff-Lkw, Wasserstoffzüge, Schiffe und sogar Wasserstoffflugzeuge sollen nach den Plänen der Japaner in naher Zukunft Realität werden. Aber warum eigentlich ausgerechnet Wasserstoff? Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist vollständig kohlenstofffrei. Wird er in Energie umgewandelt, bleibt als einziges Abfallprodukt reiner Wasserdampf. Gerade stark befahrene Innenstädte könnten dadurch nicht nur ihre Feinstaub- und Stickoxidbelastung verbessern, sondern auch das Stadtbild und die Gesundheit der Bürger. Zusätzlich lässt sich Wasserstoff einfacher komprimieren, lagern und transportieren als beispielsweise Rohöl, was ihn zu einer vielversprechenden Alternative zur Diesel- oder Schweröl machen könnte. Gerade im Schwerlast- und Flugverkehr, wo Batterien momentan noch nicht leistungsfähig genug sind, könnte Wasserstoff der ideale Treibstoff der Zukunft werden.
Ende letzten Jahres registrierte das Kraftfahrtbundesamt 507 Autos, die mit Wasserstoff in Deutschland betrieben wurden. Das macht bei fast 57 Millionen zugelassenen Autos einen Marktanteil von ganzen 0,00009% aus. Bei dieser Zahl ist es nicht verwunderlich, dass es hierzulande gerade einmal 116 Wasserstofftankstellen gibt. Viel zu wenige laut Experten, denn für eine flächendeckende Versorgung bräuchte man 1000 bis 2000 Tankstellen allein in Deutschland. Außerdem sind Wasserstoffautos momentan noch vergleichsweise teuer. 70.000 bis 80.000 Euro kostet hierzulande im Schnitt ein Auto mit Wasserstofftechnologie. Hinzu kommen die hohen Kosten für den Wasserstoff als Treibstoff an sich. Bei einem Wasserstoffpreis von 9,50 Euro pro Kilogramm werden auf einer 100 Kilometer langen Autofahrt mit dem Wasserstoffauto Toyota Mirai gut 7 Euro fällig. Im Batterie-Elektroauto Tesla Model 3 fallen auf derselben Strecke gerade einmal 4 Euro an, gut 3 Euro weniger. Ein Preisaufschlag, der viele Kunden davon abschrecken könnte, sich auch bei einem flächendeckenden Tankstellennetz ein solches Auto zu kaufen. Und dann ist da noch die Sache mit der Umweltbilanz. Wasserstoff kann auf die unterschiedlichsten Arten produziert werden. Derzeit wird er allerdings fast ausschließlich aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas oder Erdöl hergestellt. Gerade einmal 4% des weltweiten Wasserstoffs wird derzeit umweltfreundlich per Elektrolyse produziert. Bei diesem Prozess wird die Bindung zwischen Wasserstoff und Sauerstoff unter Energieeinwirkung gelöst, sodass reiner Wasserstoff entsteht. Der gewonnene Wasserstoff lässt sich dann speichern, komprimieren und kann dann als Antrieb für die verschiedensten Fortbewegungsmittel genutzt werden. Dabei ist die Elektrolyse nicht automatisch grün. Hierfür ist entscheidend, welcher Strom für die Elektrolyse benutzt wird. Verwendet man sauberen Strom aus norddeutschen Windparks, ist der gewonnene Wasserstoff auch zu 100% klimaneutral. Verwendet man hingegen Braunkohle aus dem Rheinischen Revier, ist der Wasserstoff alles andere als klimaneutral. Auch wenn die Elektromobilität zurzeit die Medien dominiert, könnte Wasserstoff in naher Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Gerade mit den Neuerungen und Investitionen der letzten Jahre sowie mit einer wachsenden Lobby bringt sich die Wasserstofftechnologie in Stellung. Länder wie Japan zeigen schon heute, wie man den Weg hin zu einer vom Erdöl unabhängigen Wasserstoffgesellschaft bestreiten könnte. Vor allem im Schienen-, Schiffs- und Flugverkehr wird Wasserstoff als alternativer Treibstoff in naher Zukunft unverzichtbar werden. Aber auch als Speichermedium in der Energieversorgung hat Wasserstoff enormes Potenzial. Ob nun das Wasserstoffauto schlussendlich der richtige Weg ist, bleibt abzuwarten. Firmen wie Toyota glauben weiterhin fest an diese Technologie. 31.000 Wasserstoffautos sollen bis Ende dieses Jahres in Japan vom Band laufen. Die Zukunft wird zeigen, ob dem Wasserstoff der Durchbruch gelingen wird oder ob es weiterhin in der alten Garage verstaubt. Ist Wasserstoff nun die Zukunft? Schreibt mir eure Meinungen einfach hier runter in die Kommentare.